Als nächstes können wir Ulrike Schreck hier aus Stuttgart bei uns begrüßen, wo wir uns sehr, sehr freuen. Sie ist Psychologin und systemische Therapeutin aus der fachlichen Leitung bei Refugio Stuttgart. Refugio ist ein psychosoziales Zentrum. In zwei Beratungsstellen in Stuttgart und Tübingen bieten psychotraumatologisch spezialisierte Teams psychologische, sozialpädagogische, psychotherapeutische und ärztliche Hilfe für geflüchtete Menschen. Und ich würde Ulrike einfach einmal hier herzlich willkommen heißen. Ich bin hierher gekommen, um Ihnen meine Perspektive als Mitarbeiterin und Leiterin eines psychosozialen Zentrums für traumatisierte Geflüchtete mit Ihnen zu teilen und um die Auswirkungen dieses aktuellen Diskurses und der geplanten politischen Entscheidungen auf unsere Zentren und auf unsere Klientinnen und Klienten vor allem zu beschreiben. Was ist ein PSZ, also ein psychosoziales Zentrum überhaupt, und wie viele der Geflüchteten sind eigentlich traumatisiert und warum ist die Arbeit der PSZ so wichtig? In der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e.V., abgekürzt BAF, sind derzeit 47 psychosoziale Behandlungszentren vernetzt. 47 in ganz Deutschland. Eins davon ist Refugio Stuttgart. Ich arbeite seit insgesamt 10 Jahren bei Refugio. Seit 4 Jahren bin ich im Vorstand der BAF. In meinem Studium der Psychologie habe ich mich unter anderem mit der Beteiligung der Psychologie als Wissenschaft an der Ideologiebildung des Nationalsozialismus und mit der kritischen Psychologie beschäftigt. In meinen Praxisfeldern an einer Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt und dann bei Refugio wurde mir deutlich, dass das politische und gesellschaftliche Umfeld ganz entscheidend mit beeinflusst, zum Beispiel welche Möglichkeiten ein Individuum hat, psychisches Leid zu überwinden. Der psychopathologische und therapeutische Blick blendet jedoch selbst die unmittelbaren Situationsfaktoren oftmals aus. Und die von Klaus Holzkamp bezeichnete gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit der individuellen Existenz bleibt komplett unberücksichtigt. Und genau durch diese Verkürzung trägt die Psychologie bzw. die Psychotherapie immer wieder auch selbst zur Individualisierung und damit auch zur Verfestigung psychischen Leides bei. Dennoch können Psychologinnen auch eine sinnvolle Arbeit machen, indem diese gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit nicht ausgeblendet wird und nicht nur systemische, sondern auch politische und gesellschaftliche Kontexte berücksichtigt werden. Und das möchte ich ja mal am Beispiel unserer Unterstützungspraxis von geflüchteten Menschen mit psychischen Traumafolgen erläutern. Ich beginne mit einigen Zahlen dazu. 87% aller geflüchteten Menschen in Deutschland haben potenziell traumatisierende Ereignisse wie Krieg, Verfolgung, Zwangsrekrutierung oder schwerste Gewalt erlebt. Rund 30% von denen sind von depressiven Erkrankungen oder einer posttraumatischen Belastungsstörung betroffen, also einer behandlungsbedürftigen im Sinne der ICD-10-Leitlinien. Es handelt sich da um Menschen, die extreme Gewalterfahrungen von Krieg, Folter und Verfolgung erleiden mussten. Wir haben heute auch schon einige andere Zahlen dazu gehört. Die Menschen kommen aus Ländern wie Afghanistan, aus dem Iran, den kurdischen Gebieten, aus Somalia oder aus Syrien. Die haben oft niemals ein Leben in Sicherheit gehabt. Noch gar nie, auch nicht als Kind. Und gleichzeitig ist diese Personengruppe trotz dieser schweren Traumatisierungen hier in Deutschland nur absolut marginal mit psychotherapeutischer Hilfe versorgt. Wenn man sich die historischen und globalen Hintergründe der gesellschaftlichen Konstellationen anschaut, die schließlich bei den einzelnen Menschen dazu geführt haben, dass sie in ihrem Heimatland nicht mehr leben konnten und sich auf die Flucht begeben haben, dann besteht hier eine Verbindung zu unserer Gesellschaft, unserer Außenpolitik, unserer Geschichte, unserer Klimapolitik. Und zudem, es gibt, das wurde heute auch schon gesagt, ja keinen legalen Weg, um aus einem Land wie beispielsweise Afghanistan zu entkommen und in ein anderes Land einzureisen. Afghanen erhalten kein Visum. In keinem Land der Welt, auch die Nachbarländer haben ihre Grenzen geschlossen. Es ist also keine andere als eine irreguläre Migration möglich. Mich ärgert dieser Begriff unsäglich.
da er wieder mal die Opfer zu Tätern macht. Und die machen, was verboten ist und migrieren illegal. Und die meisten unserer Klienten vermissen ihre Heimat trotz aller schrecklichen Erfahrungen ganz schmerzlich. Sie vermissen ihre Familien, ihre Freunde, das Eingebundensein in eine vertraute Umgebung, in der sie sich auskennen und die Sprache sprechen. Ganz kurz möchte ich erläutern, was nach gängiger wissenschaftlicher Meinung eine psychische Traumatisierung ist, weil ich das vorhin angesprochen habe und der Begriff auch teilweise sehr inflationär oder ungenau verwendet wird und weil das unser, das Zentrum unserer Arbeit darstellt. Ein psychisches Trauma ist eine innere Reaktion des Menschen auf äußere Prozesse, die zerstörerisch auf einen Menschen einwirken. Und es entsteht dann, wenn man in einer Situation, in einer so zerstörerischen Situation weder ausweichen, also fliehen, entkommen kann, noch sich dagegen wehren, kämpfen kann, etwas tun, um es zu verhindern. Und wenn man dieser Situation vollkommen ausgeliefert ist und sich keiner Kontrolle mehr bewusst ist, dann Todesangst erlebt, dann kommt es zu diesem sogenannten traumatischen Zusammenbruch. Also einen psychischen Ausnahmezustand, dessen innerstes Merkmal die Erfahrung absoluter Ohnmacht und Hilflosigkeit ist. In diesem Zustand ist alles nur noch auf das Überleben ausgerichtet und daher kommt es dann beispielsweise auch zu einer vollkommen anderen Speicherung einer solchen Situation im Gedächtnis des Menschen. Ein traumatisches Erlebnis führt nicht zwangsläufig zu schweren psychischen Beeinträchtigungen, sondern es gibt noch einige Einflussfaktoren, die hier eine Rolle spielen. Ein Faktor ist natürlich die Art des traumatischen Ereignisses selbst. Es gibt Ereignisse, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Fähigkeit zur Bewältigung überfordern. Dazu gehören unter anderem Foltererfahrungen und Erfahrungen sexueller Gewalt. Es handelt sich dabei um Erfahrungen sogenannter Man-Made-Traumata, also einer Traumatisierung, die durch absichtlich von Menschen zugefügte Gewalt entsteht. Im Unterschied zu sogenannten akzidentellen Traumata, die also zufällig passieren. In der Psychologie wird also auch unterschieden, ob es sich um eine einmalige oder eine sich wiederholende traumatische Erfahrung handelt. Je häufiger sich ein traumatisches Ereignis wiederholt und je länger der Mensch einer solchen Situation ausgesetzt ist, desto schwieriger wird es, alleine damit fertig zu werden. Die Fähigkeit zur Bewältigung eines Traumas kann durch innere und äußere Faktoren, die nach dem Trauma passieren oder im Leben davor passiert sind, noch positiv oder negativ beeinflusst werden. Also zum Beispiel spielt es da eine Rolle, was für Erfahrungen ein Mensch in seiner bisherigen Biografie machte, ob er in stabilen, verlässlichen Beziehungsstrukturen aufgewachsen ist beispielsweise oder ob es schon früher Traumatisierungen gab. Absolut unterschätzt werden die äußeren Einflussfaktoren nach dem Trauma. Die Erfahrung direkter Hilfe nach dem Trauma spielt eine sehr große Rolle. Das bedeutet, die Heilungsprognose steigt, wenn Menschen möglichst unmittelbar nach dem traumatischen Ereignis selbst Hilfe erfahren. Aus psychologischer Sicht ist daher die Arbeit der Seenotrettung nicht nur für das Überleben, sondern auch für die psychische Prognose enorm wichtig. Ebenso sind stabile und ruhige Lebensumstände sowie vertraute und verlässliche Beziehungen in der Zeit nach einem traumatischen Erlebnis nicht nur hilfreiche, sondern notwendige Bedingungen zur Genesung. Sind solche Bedingungen nicht vorhanden, dann kann die traumatische Erfahrung kaum eigenständig verarbeitet werden. Es braucht also eine Unterstützung, ansonsten kann es zu einer Verfestigung der Symptomatik kommen. Die zeigt sich dann darin, dass unwillkürlich und mit großer Angst diese traumatischen Erlebnisse wieder erinnert werden, ohne dass der Mensch das möchte, dass gleichzeitig man versucht, das Erinnern zu vermeiden und es gibt eine Anzahl weiterer Symptome wie Schlaflosigkeit, Anspannung, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Schreckhaftigkeit. Wenn weiter keine Behandlung stattfindet, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Chronifizierung sehr hoch. Hier sind dann auch psychische Reaktionen wie schwere Depressionen oder anhaltende somatoforme Schmerzen
oder auch Suchtmittelkonsum, um sich zu beruhigen, wahrscheinlich. Soweit mein kurzer Exkurs zur wissenschaftlichen Darstellung des Traumas. Das stimmt alles so. Die Konzepte sind jedoch stark verkürzt. Sie erfassen hauptsächlich Symptome und betrachten Trauma als psychische Störung. Sie machen es damit zum Problem des Einzelnen und sind blind für gesellschaftliche und politische Ursachen. Sie benennen die Menschenrechtsverletzungen nicht und tun so, als ob die Erfahrung von Folter genauso zu behandeln sei wie ein Verkehrsunfall. Für einen Menschen, dem schwerste Gewalt durch andere Menschen zugefügt wurde, ist es unendlich schwer, wieder Vertrauen zu fassen in andere Menschen, in das Leben, in sich selbst. Eine angemessene Hilfe für Überlebende schwerster Gewalt beginnt mit einer einzigen wichtigen Sache: Sicherheit. Ich möchte ein kleines Beispiel geben eines meiner Klienten. Hassan ist 20 Jahre alt, als er zu Refugio kommt. Er hat nachts viele Albträume und schläft daher kaum. Tagsüber ist er unkonzentriert. Er wirkt kindlich und ist ständig unruhig. Das Ankommen in Deutschland fällt ihm schwer. Immer wieder quälen ihn Suizidgedanken und er wird mehrfach deswegen in einer psychiatrischen Klinik aufgenommen und wieder entlassen. Hassan wuchs ohne Schulbildung in einem Dorf im Norden Nigerias auf. Ab der Pubertät wurde er immer wieder wegen seiner mit einem Gleichaltrigen gelebten Homosexualität vom Vater eingesperrt und geschlagen und schließlich aus dem Heimatdorf zur Großmutter verbannt. Nach deren Tod kehrte er in eine spannungsgeladene familiäre Situation zurück. Im Jahr 2015 ist er 17 Jahre alt, als Boko Haram sein Dorf überfällt. In seinem Beisein wird seine Familie ermordet. Er sieht die Vergewaltigung seiner Schwester, wird selber durch einen Messerstich schwer verletzt. Er wird von den Tätern mitgenommen und verschleppt. Es gelingt ihm die Flucht, er kann sich kurzzeitig verstecken und erhält dort Hilfe. Seine Wunde wird behandelt. Er verlässt sein Heimatland, flieht quer durch Afrika, über Niger und weiter nach Libyen, gerät dort auf der Suche nach Arbeit an einen Mann, der ihn einsperrt, erneute Flucht, dann wird er in Libyen mehrere Wochen als Flüchtling inhaftiert. Jeweils macht er erneute Gewalterfahrungen, auch in Form sexueller Gewalt. 2017 gelingt ihm die Flucht über das Mittelmeer nach Italien, wobei mehrere Bootsflüchtlinge um ihn herum ertrinken. In Italien wird er registriert, erhält jedoch keinerlei Hilfe und macht sich deshalb auf die Weiterreise nach Deutschland. Die meisten unserer Klientinnen haben wie Hassan nicht nur eine, sondern eine vielfache und schwerste traumatische Erfahrungen machen müssen. Es ist eine Kette von Traumatisierungen, eine Abfolge von traumatisierenden, traumaverschärfenden und retraumatisierenden Ereignissen und Erfahrungen, und diese erstreckt sich bis hin zu den Erfahrungen hier in Europa. Hassans Asylantrag wird abgelehnt. Es wird unter anderem auf die Möglichkeit verwiesen, in einem anderen Teil Nigerias zu leben. Sein psychischer Zustand wird nicht berücksichtigt. Er legt mit einem Rechtsanwalt eine Klage ein. Ich möchte noch auf die Arbeiten von Hans Keilson verweisen. Der floh 1936 vor den Nazis in die Niederlande. Seine Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Als Psychiater und Psychoanalytiker stand er in seiner therapeutischen Praxis Menschen bei, die als Kinder von den Nazis verfolgt waren. Am Beispiel der jüdischen Kriegsweisen in den Niederlanden entwarf er 1979 das Konzept der sogenannten sequentiellen Traumatisierung. Keilson kam zu dem Schluss, dass die Erfahrungen der Nachkriegszeit für die Kinder und Jugendlichen sogar bedeutsamer für eine gelungene Verarbeitung der traumatischen Erfahrungen waren, als die Schwere der zuvor erlebten Traumatisierung. Er fügte später noch eine vierte traumatische Sequenz hinzu, die von der Unsicherheit im Exil, der fehlenden Betreuung und der drohenden, ausgeführten Abschiebung geprägt ist. Diese Ergebnisse sind außerordentlich wichtig für die Frage, welche Art von Unterstützung für traumatisierte, geflüchtete Menschen sinnvoll ist. Es geht nämlich um viel mehr als nur eine kurze Traumatherapie.
eine in vielen Manualen angepriesene schnelle Aufarbeitung der Traumata. Es geht um eine viel umfassendere Sicht der Dinge. Psychologinnen und Therapeutinnen können nicht dabei stehen bleiben, ein in der Vergangenheit liegendes traumatisches Ereignis festzustellen und zu behandeln. Wir müssen auch die dritte und vierte Sequenz der Traumatisierung mit berücksichtigen. Ohne eine bewusste und ausdrückliche Positionierung zu der unter Umständen weiterhin schädigenden Lebensrealität geflüchteter Menschen in Deutschland drohen wir selbst ein Teil des traumatisierenden Systems zu werden. Die derzeitige Abschiebepraxis und der aktuelle gesellschaftliche Diskurs vermitteln den zu uns geflüchteten Menschen, dass sie keine Sicherheit haben, dass sie keine stabilen Lebensverhältnisse entwickeln können, von einer kaum zu durchdringenden Bürokratie abhängig sind, ständig bevormundet und kontrolliert werden. Es lässt sie Ohnmacht und Perspektivlosigkeit erneut erfahren. Rassistische und diskriminierende Alltagserfahrungen vermitteln zudem erneut das Gefühl, hier nicht gewollt zu sein. Wenn die Gewalterfahrungen von deutschen Behörden entweder nicht geglaubt werden oder nicht dazu führen, dass die Betroffenen in Deutschland auch Schutz finden, stellt das für viele eine schwerwiegende erneute Verletzung und Infragestellung dar. Denn erst zu diesem Zeitpunkt der Anerkennung oder Nichtanerkennung wird klar, ob die Flucht, also der Rettungsversuch, ob der erfolgreich war. In der Traumatherapie gibt es das Bild des sicheren Ortes. Ein sicherer Ort ist ein Ort, an dem ich vor den Tätern und weiterer Verfolgung und Gewalt geschützt bin und an dem ich keine Angst mehr haben muss, dem Schrecklichen erneut ausgeliefert zu werden. Eine ständig unsichere Aufenthaltsperspektive mit der ständig drohenden Abschiebung in das Land der Foltererfahrung verhindert nicht nur die Gesundung, sondern trägt zur Chronifizierung und zur Verschlimmerung von psychischen Traumafolgen bei. Ganz besonders schädigend sind dabei freiheitsentziehende Maßnahmen wie Abschiebehaft oder Gewahrsam, ist auch so ein tolles Wort, da sie besonders bei Personen, die bereits im Heimatland Hafterfahrungen machen mussten, retraumatisierend wirkt. Ich möchte an dieser Stelle zwei Klienten zu Wort kommen lassen, deren Fähigkeit zu formulieren, was ihnen helfen würde, mich immer wieder beeindruckt. Der erste, ich nenne ihn jetzt Umid, das bedeutet Hoffnung, kommt aus dem Iran und hat mehrfache Foltererfahrungen mit äußerst demütigenden und schädigenden Methoden hinter sich, die ich nicht näher schildern möchte. Seit 8 Jahren in Deutschland, sein Asylgesuch trotz der Foltererfahrung und der aktuellen Situation im Iran und seiner nachgewiesenen politischen Aktivitäten abgelehnt. Aufgrund der Tatsache, dass er keinen Pass vorlegen kann und sich nicht in die iranische Botschaft traut, lebt er auf der Basis einer sogenannten Duldung bei ungeklärter Identität von knapp 320 oder so Euro im Monat. Er hat keine Arbeitserlaubnis und wird von der Ausländerbehörde drangsaliert, einen Pass zu beantragen. Er beschreibt seine Situation so: In meinem Kopf ist alles kaputt. Ich würde nichts lieber, als in mein Heimatdorf und zu meiner Familie zurückkehren, aber dort werde ich umgebracht. Ich habe die Folter überlebt und bin hier erneut unter der Folter. Warum geht Deutschland so mit mir um? Ich bin zur Laborratte geworden. Was wollen Sie bei mir herausfinden? Was ihm helfen würde, beschreibt er so: Ich brauche eine Anerkennung der Ungerechtigkeit, die ich in meinem Leben erfahren musste. Das waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich wünsche mir, dass die Täter, die mich unter die Folter gebracht haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Für mich selbst brauche ich nicht viel. Es geht nicht um Geld. Ich brauche aber persönliche Sicherheit und Freiheit. Wenn diese Dinge erfüllt wären, dann kann ich mich beruhigen. Ein anderer Klient, Hazara aus Afghanistan, berichtete nicht nur von schwersten Folterungen durch die Taliban, sondern auch, wie er und die gesamte Volksgruppe der Hazara von anderen Afghanen unterdrückt wurde. Ich sagte den einfachen Satz: Ich bin der Überzeugung, dass ihnen Unrecht getan wurde, denn alle Menschen sind gleich wertvoll und haben die gleichen Rechte. Er begann zu weinen.
Meinen Sie das wirklich? Fragte er. So etwas haben noch nie jemand zu ihm gesagt. In der Arbeit in einem PSZ setzen wir uns dafür ein, dass diese Menschen die Leistungen erhalten, die ihnen eine möglichst komplette Rehabilitation gewährleisten. Auch die faktisch in den meisten Fällen fehlende Möglichkeit, die Familie nachzuholen, stellt die Betroffenen vor unsägliches Leid. Ein Klient aus Sri Lanka sagte mir neulich, dass er seit 12 Jahren seine Kinder nicht mehr gesehen habe. Der Jüngste sei damals 3 Monate alt gewesen und es gibt keine, wirklich keine therapeutische Methode, die einem Menschen in einer solchen Situation helfen kann. Es gibt nur eine menschenwürdige Politik. Die PSZs verfolgen einen ganzheitlichen, menschenrechtsorientierten Ansatz. Das heißt, wir begreifen Trauma nicht als individuelle Krankheit, sondern beziehen die sozialen und gesellschaftlichen Realitäten ein, unter denen Gewalterfahrungen entstehen. Wir versuchen möglichst die Sichtweise der betroffenen Personen zu erfassen, wie sie selbst ihre Biografie erlebt und versteht. Und wir setzen uns dafür ein, dass das gesellschaftliche Umfeld Betroffene anerkennt und unterstützt. Das Angebot der PSZ umfasst daher nicht nur Psychotherapie und traumaspezifische Beratung, sondern auch Sozialberatung, Asylverfahrensberatung und die Feststellung psychischer Folterfolgen. Sämtliche Angebote werden sprachmittlergestützt umgesetzt. Dazu haben die PSZs eigene Sprachmittlerpools aufgebaut mit entsprechenden Schulungsangeboten. Denn die Möglichkeit, in der Muttersprache zu sprechen, ist die erste Voraussetzung für Beratung und Psychotherapie. Die meisten Zentren erstellen darüber hinaus Stellungnahmen zum Gesundheitszustand für das Asylverfahren und weitere Angebote, um die sozialen Teilhabemöglichkeiten zu verbessern und die Unterstützung bei der juristischen Rehabilitation Überlebender von Folter, Gewalt und Krieg. 2021 wurden in den PSZs insgesamt 21.725 Klientinnen versorgt. Die meisten hatten einen unsicheren Aufenthaltsstatus oder befanden sich in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität. Kamen aus 100 verschiedenen Ländern. Die 10 häufigsten waren Afghanistan, Syrien, Irak, Iran, Nigeria, die Russische Föderation, die Türkei, Eritrea und Somalia. Mit ihren Kapazitäten können die psychosozialen Zentren aktuell nur 4,1% der potenziell behandlungsbedürftigen Geflüchteten versorgen. 4,1%. Das Regelsystem ist mit der Schwere ihrer Gewalterfahrungen, der fehlenden Sprachmittlung und den absurden bürokratischen Hürden bei der Abrechnung von Gesundheitsleistungen meist nicht oder nur sehr begrenzt dazu in der Lage, überhaupt eine Hilfe anzubieten. Die PSZs bieten als einzige eine ansatzweise angemessene Versorgung traumatisierter, geflüchteter Menschen an, sind aber absolut prekär, hauptsächlich über zeitlich begrenzte Fördermittel und Spenden finanziert. Und inmitten einer der schwersten humanitären und menschenrechtlichen Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg will der Bund die Mittel für die psychosozialen Zentren jetzt noch kürzen. Um fast 70% des aktuellen Budgets auf gerade mal 7 Millionen Euro. Hinzu kommen Kürzungen anderer Beratungsstellen und der Integrationshilfen. Das ist nicht hinnehmbar. Damit wiederholt die Bundesregierung migrationspolitische Fehler der Vergangenheit und leistet gleichzeitig dem Rechtspopulismus Vorschub. Anstatt den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, werden Mittel für Gesundheit, Bildung, Soziales und Migration gekürzt. Bei den PSZs drohen Insolvenzen und Einrichtungsschließungen. Die Wartelisten der verbleibenden Einrichtungen werden ins Unerträgliche wachsen. Klientinnen müssen für Kriseninterventionen in Kliniken eingewiesen werden, Erkrankungen chronifizieren und so weiter. Und das Ganze wird alle gesellschaftlichen Systeme ein Vielfaches dessen kosten, was im Moment in das Hilfesystem der Zentren fließt. Statt einer weiteren Ausweitung der Abschiebungshaft, immer weiteren populistischen Forderungen nach mehr Abschiebungen, brauchen wir intensive Bemühungen um ein inklusives Gesundheitssystem, das die Menschenrechte achtet, humane Aufnahmebedingungen schafft,
zum Beispiel Psychotherapie und medizinische Versorgung mit Sprachmittlung, Abschaffung der verringerten Leistungen für AsylbewerberInnen, verbesserten Zugang zu Sprachkursen, Arbeit, Anerkennung von beruflichen Qualifikationen und die Möglichkeit des Familiennachzugs. Noch ein paar letzte Worte zu der geplanten Reform des GEAS. Also haftähnliche Unterbringungen sind bereits heute und schon lange in vielen EU-Staaten an der Tagesordnung, das berichten unsere Klientinnen auch. Ich habe auch hier ein Zitat. Ich war im Jahr 2015 für 8 Monate in einem Lager in Griechenland eingesperrt. Wir hatten 2 Stunden Hofgang pro Woche. Ich wusste nicht, wie lange das weitergeht. Es gab keine Nachricht, kein Gericht, nichts. Ich dachte, ich werde für immer hier bleiben müssen. Eine andere Erfahrung, traumatische Erfahrung in der EU, ein Klient berichtet aus Bulgarien. In der Haftanstalt sperrten sie uns gemeinsam mit Hunden in eine Zelle. Wir mussten mit den Hunden aus dem gleichen Napf das Wasser trinken. Wenn sie mich nach Bulgarien zurückschicken, werde ich mir das Leben nehmen. Und nicht selten sind es gerade diese Erfahrungen, die, nachdem die Menschen der Folter und Verfolgung entkommen sind, zu einer krisenhaften Verschlechterung des psychischen Zustands geführt haben. Und das sind alles Rechtsbrüche, die nicht angezeigt und nicht verfolgt werden. Dabei steht in der gültigen EU-Aufnahmerichtlinie eigentlich, dass geflüchtete Menschen, die Folter erlebt haben oder unter schweren psychischen Erkrankungen leiden, besonders schutzbedürftig seien. Die Länder seien dazu verpflichtet, besondere Schutzbedarfe von Menschen im Asylverfahren zu identifizieren und diesen Bedarfen in der Unterbringung und Versorgung auch nachzukommen. Mit dem neuen GEAS ist jetzt aber zu erwarten, dass die bisherige rechtswidrige Praxis legalisiert wird. Psychisch kranke und traumatisierte Menschen werden ebenso wie andere besonders schutzbedürftige Personen in diesem System nicht mehr erkannt werden und die Regelungen zu besonderer Schutzbedürftigkeit werden de facto nicht mehr greifen. Zudem soll die Prüfung an den EU-Außengrenzen wieder unter haftähnlichen Bedingungen stattfinden, was für Menschen, die beispielsweise Haft im Herkunftsland erleben mussten, eine Retraumatisierung bedeuten kann und sich besonders schädigend auswirkt. Die größte Gefahr für den Flüchtlingsschutz in der EU liegt jedoch in dem Vorschlag, die Anwendung des Konzepts von sicheren Drittstaaten auszuweiten und die Anforderungen hinsichtlich des anzuwendenden Schutzes im Drittstaat abzusenken. Denn dann werden diese Menschen gar keine Chance mehr haben, an einen sicheren Ort zu gelangen. Europaweit arbeiten politische und gesellschaftliche Strömungen auf die weitgehende Abschaffung des Flüchtlingsschutzes hin. Sie stellen damit die Allgemeingültigkeit von Menschenrechten, rechtsstaatlichen Grundsätzen und europäischen Werten in Frage. Wo soll ich denn hin? Es gibt wohl keinen Platz für mich auf der Welt. Eine Klientin aus dem Iran nach dem Erhalt ihres ablehnenden Bescheids. Es ist 75 Jahre her, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris verabschiedet wurde. Und sie hat nichts von ihrer Bedeutung verloren. Im Gegenteil. Es ist angesichts des aktuellen Diskurses umso wichtiger, für diese zentralen Werte unserer Gesellschaft einzustehen, Solidarität mit Geflüchteten zu zeigen. Vielen Dank.